Mir nun zugeschaltet Sabine Mertens, die Sprecherin der Volksinitiative. Frau Mertens, was ist so schlimm am Gendern? Ja, zum einen, Gendern spaltet die Gesellschaft, wie man ja sieht. Und wir setzen mit der Volksinitiative auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und der wird begründet auf einer gemeinsamen Sprache, die wir sprechen, nämlich das Standardhochdeutsch. Und dafür gibt es ja ein Regelwerk und unser Wunsch ist, mit dieser Volksinitiative zu erreichen, dass sich Senat, Verwaltungen und Schulen wieder an dieses Regelwerk halten. Das sind also zwei Punkte. Ich würde erstmal auf den ersten gerne eingehen wollen, die Spaltung. Wir können ja nicht jedes gesellschaftliche Thema, das diskutiert wird, dadurch beenden, dass wir die eine Seite, die etwas gut oder schlecht findet, dann mundtot machen sozusagen. Muss es da nicht eine Art Kompromiss geben können für diejenigen, die finden, Gendern ist wichtig? Ja, die können ja Gendern wichtig finden. Wir finden es auch wichtig, uns für verschiedene Interessen einzusetzen. Für uns ist wichtig, dass wir das auf der Grundlage einer gemeinsamen Sprache tun. Und das ist die Sprache, die die Bürger im Alltag benutzen und auch verstehen. Also da gibt es ein Regelwerk und auch die Funktionsweise der Sprache. Die Sprache ist ja dazu da, sich zu verständigen. Und es gibt auch eine gewisse Sprachökonomie, mit der man sich ausdrückt. Und das leistet die Gendersprache nicht. Die konstruiert in die Sprache Dinge rein, die dort nichts zu suchen haben, nämlich weltanschauliche Dinge, die da einfach nicht hingehören. Also weltanschaulich, es ist ja klar, dass es Männer und Frauen in verschiedenen Berufen beispielsweise gibt, Ärztinnen, Ärzte. Aber Sprache entwickelt sich ja immer weiter. Das ist immer wieder ein Argument, man macht die Sprache damit kaputt. Wenn wir jetzt Jahrhunderte zurückschauen, da war das Deutsch auch noch ein anderes. Muss man nicht mit der Zeit mitgehen? Ja, Sie glauben doch nicht, das Mädchen sei divers, bloß weil da ein sächlicher Artikel davor steht. Also man muss doch den grammatischen Genus und den biologischen Sexus voneinander trennen. Und das sollte man den Leuten schon zutrauen, dass sie das machen und die persönlichen Befindlichkeiten haben in solchen Dingen, wo es um sprachliche Klarheit geht, eben dann mal zurückzutreten. Jetzt habe ich Sie zu Beginn als Sprecherin vorgestellt. Sollte man darauf dann auch verzichten? Nein, warum? Müssen Sie ja gar nicht. Also die Sprecherin der Volksinitiative ist ja eine völlig korrekte grammatische Konstruktion. Ich selber nenne mich Sprecher der Volksinitiative, weil es die Funktion ist. Aber wenn ich einen solchen Satz konstruiere, die Sprecherin der Volksinitiative hat dies und jenes gesagt, dann nehme ich natürlich auch diese Form, weil ich soweit dann in dem Zusammenhang eben kein Sprecher wäre. Ich sage ja nicht der Sprecher der Volksinitiative Sabine Mertens, sondern die Sprecherin. Soweit die Sprecherin der Volksinitiative. Ich kann auch sagen, Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.